never gonna know what it feels like to be normal. I'm alone in this cold light and I've been going up on the stars in the night time. So, herzlich willkommen zum Vlog am Mittwoch. Ich würde mal sagen, wir schauen einfach mal, was ich die Woche so gemacht habe. So, ich habe jetzt schon Schule aus. Es ist 11.57 Uhr, wie ihr hier sehen könnt. Ich habe mir hier so einen Kaffee gekauft. Also, ihr könnt sehen. Und fahre jetzt nach Hause. Bis gleich. Jo, ich bin gerade zu Hause angekommen. Und mein Kater wartet. Ich habe schon ganz auf mich gewartet. Ja. Auf jeden Fall kann ich euch jetzt erstmal erklären, warum denn am Sonntag kein Video kam. Und zwar hat mein Schnittprogramm nicht funktioniert. Ich habe so auf Facebook angekündigt und fragt mich nicht wie, aber ich habe es irgendwie wieder hingekriegt. Ich habe Sachen runtergeladen, ich habe Dateien gelöscht und keine Ahnung was. Das war auf jeden Fall sehr viel Arbeit, das wieder zum Laufen zu bringen. Es war irgendwie richtig komisch. Auf jeden Fall läuft es jetzt wieder und dafür wird dann Sonntag wahrscheinlich ein Tick länger das Video sein oder irgendwas wird kommen. Auf jeden Fall tut es mir wirklich leid, dass am Sonntag kein Video kam und ja. Auf jeden Fall haben wir die 370 Abonnenten geknackt. Auf jeden Fall danke, 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 ihr seid echt toll. Und ich kann ja schon mal vorweg sagen, dass es ein 500 Abonnenten Special gibt. Nicht nur Leo. Ja, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Das wird auch wahrscheinlich sehr viel Arbeit werden und ja, könnt ihr schon mal drauf freuen. Ich mache irgendwie die ganze Zeit so und dann kommt so der nächste Take immer so und dann der nächste Take und dann bin ich woanders. Alter, hör doch mal auf! Bitte! Jo. So, ich werde jetzt gleich streamen. Ich habe hier schon alles vorbereitet, ein bisschen was zu essen. Und hier seht ihr meinen Twitch-Name. Ja, alles schön. Schön Follow geben, damit ihr auch immer seht, wann ich streame. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich dann im Stream oder nachher, wie auch immer. Mama, ha! So, in ein paar Minuten ist der Livestream, der tägliche Livestream von mir. Und bis dahin spiele ich ein Spiel, ein Handyspiel. Das sucht sich gerade irgendwie die ganze Zeit. Mal gucken, ob ihr es kennt. Und zwar ist es Crossy Road. Und so, ich drehe mal kurz hier die Kamera. Dann kann ich hier so ein kleines Let's Play machen. So, Crossy Road heißt die Kacke. Da geht man einfach dann, klickt man und das sind so Autos und so und man muss dann drüber, ohne dass man von den Autos oder sonstiges erwischt wird. Ist ein cooles Spiel, so wie jetzt bin ich tot, da bin ich so blatt gefahren und jetzt zeige ich schon die ganze Zeit, warte ich hier. Mein Highscore ist 132. Wenn ihr das auch habt, dann schreibt mal in die Kommentare, was für ein Highscore euer ist. Und ja, vielleicht kann man das so ein bisschen vergleichen. Nein, 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 hör doch auf! So, wir sind hier gerade beim Subway. Wir haben gerade Holstunde, voll unnötig. Und der Marlon ist dabei, hat hier so. Das ist schon ein Veggie-Ding. Keine Ahnung, irgendwas halt. Der Dani ist dabei. Ich weiß es nicht. Oder Nickel. Und ich und Nickel haben uns ein Schülermenü genommen. Mit hier Steak-Ding und. Ah, wunderschön. Und ja, wir sehen uns dann gleich. So, Freunde. Wir sind hier bei snacket.de. hier gibt's eine schöne Gemüsesuppe. Ich darf drücken. Ich weiß nicht, was da jetzt rauskommen wird, aber wir gucken jetzt mal. Kostet 50 Cent. Eine Gulaschsuppe. Ja. 50 Cent kommt wieder, alles klar. Ja. Ah, okay, jetzt. Okay. Du hast kein Irish Cappuccino gehabt? Okay. Das ist nett. Das ist ein Rest. Was wird da rauskommen? Wir wissen das. Oh, wer ist das aber auch? Hier ist das. Das ist ja richtig viel, muss ich sagen. Geil! Voll viel. Zeig mal. Lass mal riechen. Extra Tomazi. Oh, bist doch. Aber das riecht gar nicht mal so schlecht. Das ist von Knorr. Ist das heiß, Alter. Oh, fuck. Na gut, dann werde ich jetzt mal die Größe inhalieren. Wir machen den Test. Ja, du machst den Test, komm. Mach den Test, hallo. Schmeckt eigentlich voll geil. Echt? Ja, aber ohne Witz. Wollt ihr mal probieren? Nicht zwar heiß, aber. Aber trinkst du? Ja, das geht eigentlich schon. Also schlechter. Ja. Ich hab's besser gedacht. Hey, das schmeckt doch gar nicht mal so schlecht. Ich glaube nicht, das geht. Das geht. Wo ist denn arg heiß?
Mhm. Ja, es geht voll. Man sieht halt das Wasser da drin, aber. 50 Cent. Ja, warte, dann. Ja. Dann mach ich mal was anderes noch. Noch was anderes? Gönnen wir uns jetzt mal. Ich bin ja mal auf die Flatlist so gespannt. Das, ja, komm, komm, gönn dir die Flatlist. Oben rein, Scheiße. So, ich stelle da wirklich Flat. Das sind Flatlist. Oh, wie Gott, oh, geil. Oh, das sieht nett aus. Ey, das sieht nett aus. Das ist wieder heiß, Alter. Oh, shit, Alter. Das sieht aus wie solche Hasenköttel. Jetzt Schmeckt wie Flatlist-Sup. Man sieht nicht aus wie Flatlist-Sup. Echt, nicht aus wie solche. Also schmeckt das nicht. Gib es mal her. Es schmeckt nicht wie Panko, es schmeckt einfach wie harte Bröckle. Harte Bröckle? Das ist ein harter Bröckle. So. Schmeckt ja fast wie bei Opa. Weil Mann, das ist deine größte Fantasie. Alter, Alter. Ja, das ist scheiße. Mir ist es sowieso schon besser. Also Leute, ist besser als wir gedacht hatte. Ja, also ohne kann Witz. Man sich mal gönnen. Kann man sich ohne mal gönnen. Witz, also ich dachte jetzt echt, das wäre so mega scheiße, aber... Wir sind ehrlich, das ist Product Placement. Product Placement. Also wir kriegen ganz viel Geld von Snacken, also. Ja. So Leute, das sind wir schon wieder. Man hat sich hier die Tomatencremesuppe geholt. Sieht zwar nicht so aus, aber wie schmeckt's denn? Ja. Geht? Geht? Alles klar, jetzt nehmen wir die... Was denn mal? Gulasch-Suppe. Okay, jetzt gucken wir mal. Oh, das sieht... gar nicht so geil aus. Hä, das sieht aus wie Flatless-Suppe. Hä? Boah, das riecht da mal richtig beknackt. Das riecht. Oh, weh. Oh, das riecht wie so. Magiezeug. Wir kriegen gleich danach alle Ebola. Alter, das ist. Ja, aber. Achso. Schmeckt's wenigstens Gulasch-Suppe? Also nach Gulasch schmeckt's richtig, schmeckt eher so nach. Warte. Jetzt kommt's. Tomatencremesuppe. Mit solchen komischen Dingen, also schmeckt echt nicht nach. Also, Freunde, Snack ist ganz euch. Jetzt sind aus dem Tiefensuppe mit Nudeln. Also, meine Hand. Aber ohne Witz, Leute, ich fand jetzt die Gemüsesuppe am besten bisher. Ja, die Gemüsesuppe also ist die, am besten. Also die hier, die ist echt super. Wie sieht's denn aus mit... Also ich würde mal sagen, die Flatle, warte mal, kannst du mal kurz mal zeigen, warte. So sieht's aus, so sieht's aus. Schau mal, also die Flatle-Suppe, so sieht's aus. Ich hab doch schon. Und das Bild ist so. Also es passt nicht ganz. Kann man sich schon geben. Ist das Wasser oder? Blutrausche. So, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich echt über einen Daumen hoch freuen. Und habt noch einen schönen Tag oder was auch immer. Und wir sehen uns dann am Freitag. Bei FIFA oder was auch immer kommt für ein Spiel. Bis dann. Ich hab keinen Bock mehr! I'm so nervt! Jo.